Ich glaube, Wirecard macht zum einen natürlich besonders dieses extreme Komplexität mit diesen vielen, vielen Tochterunternehmen, dieses Geschäftsmodell, das viel Auslandsbeziehungen hatte, das viel eigentlich auch Provisionsumsätze waren, die dann doch nicht so richtig geflossen sind. Das hat es zum einen gemacht. Zum anderen die kriminelle Energie, von der ich hoffe, dass die nicht in vielen anderen deutschen Unternehmen vorhanden ist. Und der Punkt, dass es hier so verschiedene Aufsichten gegeben hat, die alle einfach irgendwie immer gedacht haben, der andere wird schon richtig hingucken. Also ich glaube, da werden wir noch, und das ist eine Aufarbeitung, die wir, glaube ich, auf der strafrechtlichen Seite noch ein Stück weit sehen werden. Ich glaube, es sind viele Umsätze, Scheinumsätze in die Bilanzen geschrieben worden, um einen Wert aufzubauschen für ein Unternehmen, damit man dann aus diesem Wert auch persönliche Vorteile ziehen könnte. Also das sind, glaube ich, wird noch einiges kommen. Es ist ja schon einiges an die Decke, also ans Tageslicht gekommen durch die Staatsanwaltschaft, aber ich glaube, der Betrug war schon von Anfang an auch darauf angelegt, sich persönlich daran zu bereichern. Ich glaube, es hat jetzt auch gezeigt, dass es vielleicht gar nicht den entscheidenden Fehler gibt, sondern dass es viele Fehler gibt, die hier auch zusammengekommen sind. Also der allererste Punkt meines Erachtens ist natürlich, dass der erste Aufsichtsrat, der da war, auch alles andere war nur kein Aufsichtsrat. Die haben keine Aufsicht geprüft, also die haben ihre Aufsicht nicht wahrgenommen. Und da stellt sich natürlich dann auch die Frage, muss hier auch rangegangen werden, muss hier irgendetwas geändert werden, müssen Aufsichtsräte gestärkt werden, müssen Aufsichtsratsmandate in der Zahl beschränkt werden. Das sind jetzt alles so Ideen, die jetzt hier auch durch Berlin, sage ich jetzt mal ein Stück weit, natürlich durch die Luft schwirren, was da passieren muss. Also ich glaube, die erste Frage nach Haftung geht natürlich neben dem Aufsichtsrat, der nicht geprüft hat und nicht ordentlich tätig war, an die Wirtschaftsprüfer, die einfach diese Vermerke erstellt haben, die getestet haben, die geprüft haben, die es nicht gemerkt haben, die aber leider auch eine Haftungsgrenze haben, sodass das für die Geschädigten von Wirecard keine große Hoffnung ist, dass da jetzt noch viel Geld kommt. Das wird auch was sein, was man noch mal prüfen muss. Aber das sind jetzt schon mit auch die Hauptverantwortlichen, weil das waren die einzigen, die wirklich den Zugang zu den Unterlagen hatten. Und viele andere Institutionen der Aufsicht haben sich halt auch auf die Unterlagen von den Wirtschaftsprüfern verlassen.